Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der neuen Handelswoche, liebe Zuschauer, hier bei den Handelsideen präsentiert von Tikmill. Mein Name ist Mike Seidel. Ich führe Sie wie jeden Morgen durch die Webinare mit ein paar Einblicken in die Ideen meiner Betrachtung der Charts. Bevor wir mit dem Webinar starten, der obligatorische Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFD auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Also, das ist der Risikohinweis vorab. Die Themen stehen wie heute auch so, wie wir sie jedes Mal im Webinar haben. Wir machen zuerst einen kleinen Blick auf die Nachrichten und dann besprechen wir die Handelsideen, die Sie, liebe Zuschauer, auch immer leicht finden können, hier auf der Blogseite von Tikmill. Schauen Sie einfach rein. Hier haben wir jeden Morgen die entsprechenden Posts mit den Handelsideen. Die kommen so spätestens 8 Uhr hier auf die Website Blog. Die Internetadresse ist blog.tikmill.com. Das ist die Seite, wo Sie direkt auf den Blog kommen. Und da können Sie alles nachlesen, da können Sie vorlesen. Da stehen die Handelsideen und die besprechen wir dann natürlich auch nochmal live hier im Video mit den tickenden Charts, weil das ist ja das, was auch spannend ist, zu sehen, was die Märkte hier am Morgen mit den entsprechenden Handelsideen denn dann auch anstellen. Schauen wir auf die Nachrichten für den heutigen Tag. So viel Nachrichten gibt es in dem heutigen Montag nicht. Wichtig zu wissen ist, dass in Großbritannien Feiertag ist. Das heißt, dort sind die Kapitalmärkte geschlossen. Das Geld für den Handel an den Währungen fehlt sozusagen auch. Das sollte man so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben. Dann hatten wir heute Morgen schon um 8 Uhr den Auftragseingang der Industrie in der Eurozone. Die Prognose war hier ein Plus von 0,5%. Es gab ein Minus von 0,9%. Kleine Enttäuschung. Der Markt hat auch direkt darauf reagiert. Wir können mal ganz kurz in den Chart schauen. Wenn wir uns hier mal den Chart vom Eurostoxx 50 anschauen, schauen Sie, der Markt ist klack runtergefallen, direkt mit den Nachrichten. Und das ist auch genau das Gleiche, was wir hier im DAX sehen. Das heißt, die erste Reaktion auf diese Zahlen sind ein kleiner Kursrücksetzer. Was da nachhaltig draus wird, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber damit sehen Sie, was Nachrichten kurzfristig an den Märkten hier entsprechend auch bewegen können. Schauen wir in den Verlauf des Tages. Sie sehen es hier an dieser Stelle. Es fehlen die großen roten Dreierzahlen. Das heißt, so viel an Nachrichten steht heute nicht an. Wir haben in den USA, entschuldigen Sie, wir fangen doch die USA hier um 14.25 Uhr, spricht das FOMC-Mitglied Bostic. Da gibt es immer so ein paar Nachrichten um die Entwicklung der Inflation, der Zinsen. Man munkelt ja, wird es nun eine vierte Zinsanhebung in diesem Jahr geben oder nicht? Die Nachrichtenlage in der letzten Woche hat ja angedeutet, dass es da wohl eine vierte Zinserhöhung geben wird. Der Markt preist das entsprechend auch ein. Wir sehen auch die Reaktionen im Euro, US-Dollar. Der Euro ist da doch deutlich zurückgekommen, was die deutsche Wirtschaft auch freuen wird, denn damit werden die Produkte im Export billiger. Das heißt, hier Vorteile für die exportlastige deutsche Wirtschaft. Und das werden wir dann mit Sicherheit, wenn sich das Ganze positiv auf die Unternehmen und auch die Unternehmensgewinne auswirkt, auch im Chart des DAX verfolgen können. Was gibt es noch heute am späten Nachmittag nach Börsenschluss hier in Deutschland? Wir haben es um 18.30 Uhr. Da gibt es eine Rede seitens der EZB. Ansonsten so viel gibt es heute an Nachrichten nicht, wie Sie das hier gesehen haben. Das heißt, wir können auch relativ schnell dann in die Handelsideen des heutigen Tages übergehen. Da habe ich für Sie vorbereitet den Bitcoin, den Kan-Dollar, japanischen Yen und das britische Pfund, türkische Lira. Wir schauen noch kurz in den Blog hinein, damit Sie mal sehen, wie das auch ausschaut, wenn Sie reinklicken. Ich führe das auch immer dann aus. Eine kurze Einführung. Hier haben wir mal die letzte Woche im Resümee und dann die Handelsideen entsprechend. Sie sehen selbst, der Bitcoin, Kan-Dollar, japanischer Yen und die türkische Lira gekoppelt mit dem britischen Pfund. Das sind die Ideen für heute und die schauen wir uns jetzt gleich einmal direkt im Chart an. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, auch Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht, geben Sie durch gerne hier direkt im Facebook Live Chat ein und dann können wir vielleicht den einen oder anderen Ihrer Wunschmärkte mit scannen. Blicken wir nun in die Charts hinein, liebe Zuschauer, und wir beginnen hier mit dem ersten Paar, und zwar das ist der
Bitcoin, ein hochinteressanter Titel momentan auch wieder. Er ist, Sie sehen es auch selbst, innerhalb seines Aufwärtstrends, den wir hier haben, den habe ich Ihnen markiert, ist er hier in den Bereich des Hochs hineingelaufen. Und dieses Hochbereich ist auch irgendwo ein kleiner Widerstand. Warum? Wir haben hier, Sie sehen selbst, ein Korrekturhoch des vorangegangenen Abwärtstrends liegen. Das ist immer so ein bisschen ein Widerstandsniveau. Aber wenn es überwunden wird, können hier auch Orders von entsprechenden Käufers warten. Das heißt, das kann dem Markt dann Schub nach oben verleihen. Deshalb sind in diesen Linien immer zwei Richtungen möglich. Das heißt, wir planen hier auch unsere Setups. Das heißt, man kann hier zwei Szenarien für dieses Bild auch darstellen. Sie sehen, welches Szenario hier im Moment gespielt wird. Die zwei Szenarien sind ja immer entweder der Markt bricht nach oben weg und schiebt die Kurse hier über dieses Hoch entsprechend drüber hinaus. Dann sind die nächsten Anlaufpunkte hier, wenn wir hier oben drüber laufen, über dieses Hoch von 9.850 Dollar, sind die nächsten Punkte dann hier die 10.060er Marke, dann hier oben in diesem Bereich die 10.600 knapp in die 40 und dann hier das Hoch dieser Tageskerze bei 10.800 und 41 Punkten. Sie sehen, die Farben sind etwas anders gewählt hier. Normalerweise werden Widerstände ja immer rot ausgewählt und Unterstützungen grün. Wenn ich hier mit diesen anderen Farben arbeite, dann ziehe ich diese Daten aus der kleineren Zeiteinheit. Da schauen wir dann auch gleich mal rein dafür, dass wir mal die Szenarioplanung hier entsprechend machen können. Schauen Sie, ich habe das hier aus dem Chart herausgezogen, aus der oberen Richtung, aus dem Trendverlauf, der hier so stark nach unten gegangen ist. Da sehen wir einfach Hochpunkte innerhalb der Korrekturen, wo der Markt auch immer mal rangelaufen ist und dann quasi das Korrektur hoch gemacht hat. Das sind dann natürlich jetzt die Punkte, die der Markt entsprechend nach oben hin auch schön anlaufen kann. Aus diesem Grund werfe ich auch sehr, sehr gern einmal einen Blick in die direkt untergeordnete Zeiteinheit. So, jetzt kommen wir allerdings wieder zum Tag zurück, weil das ist das, was uns interessiert. Das heißt, das Szenario nach oben hin ist das, was momentan nicht gespielt wird. Wir sehen, der Markt läuft hier nach unten hin, ist quasi das Abprallmuster von diesem Wert hier oben und hier innerhalb dieses bestehenden Aufwärtstrends besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, dass der Markt bis hier runter in dieses Korrekturtief erstmal auch noch hineinlaufen kann. Er kann natürlich noch viel, viel tiefer gehen, weil hier unten schauen sich bei 7.766 Punkten war das Tief der letzten Korrektur. Das heißt, der Markt hat da viel Platz nach unten. Wenn der Markt allerdings stark bleibt, ist es hier in der Regel doch so, dass wir hier einen weiteren Verlauf dann früher nach oben sehen. Das heißt, der Markt läuft hier diese Punkte eventuell an, die ich eingezeichnet habe, auch wieder aus dem Stundenchart um die 9.100 US-Dollar. Dann haben wir hier unten, sehen Sie diesen untergeordneten Aufwärtstrend, den haben wir hier. Da haben wir das Tief unten gehabt bei 8.800 Dollar in etwa. Das sind die wichtigsten Punkte. Also Sie sehen auch, wenn der Markt hier drunter läuft, dann läuft diese Korrektur doch deutlich tiefer. Dann ist dieser kleine untergeordnete Aufwärtstrend gebrochen. Das ist auch das, was wir in der Stunde sehen. Das wäre dann für dieses Szenario der weiteren Aufwärtskursentwicklung erstmal etwas hinderlich und würde etwas mehr Zeit brauchen für die Korrektur. Da muss man dann sehen, was der Markt hier entsprechend auch daraus macht. Aber für die Kürze sind das diese Punkte und die schauen wir uns gerne auch nochmal im Stundenchart an, wo ich sie hergenommen habe. Schauen Sie, das sind die Punkte hier. Haben wir diesen schönen untergeordneten Aufwärtstrend hier im Markt auch liegen und das sind dann die Bereiche, die der Kurs nach unten, der Kursverlauf nach unten natürlich auch anlaufen kann. Die wichtigen Punkte hier im Chart für Sie einfach mal in der Stunde markiert, da können Sie es auch sehr, sehr schön raussuchen und Sie sehen auch, wir haben hier in der Stunde momentan schön einen abwärtsgerichteten Trend, der das Korrekturszenario auch 1:1 auch untermalt und Sie schauen Sie mal hier oben rein in diesen Widerstandsbereich, wo der Tag hineingelaufen ist, hat sich jetzt entsprechend ein Abwärtstrend gebildet, der den Aufwärtsmove hier weggenommen hat aus diesem Bereich, das heißt, der Markt ist definitiv in der Stunde abwärtsgerichtet, das ist interessant für diejenigen unter Ihnen, die den Markt in den kleineren Zeiteinheiten traden. Da haben wir momentan einen Abwärtstrend. Das hier zur Information für Ihre weitere Trade-Vorbereitung oder natürlich auch das Trade-Management auf dieser Seite. Dann schalte ich wieder um in den entsprechenden Tageschart und wir wechseln auf das nächste Währungspaar. Und zwar ist das der kanadische Dollar in Koppelung mit dem japanischen Yen. Auch wieder hier erstmal der Blick in den Tageschart hinein. Was haben wir hier an Situationen? Sie sehen es auch noch, einen bestehenden Aufwärtstrend haben wir hier, der schön nach oben hingelaufen ist in dieses Widerstandslevel hier oben rein. Sie sehen es, hier gab es jetzt ein sogenanntes Doppeltop
oben bei 85,727. Der Markt hat hier nach unten gedreht und hier unten in diesem Bereich sind wir mittlerweile so angekommen, dass sich hier auch eine kleine Unterstützung gebildet hat. Schauen Sie, hier war ein Ausbruchsbereich um dieses Level von 84,267. Dann sind wir hier reingelaufen, der Markt hat wieder nach oben gedreht. Hier unten sind wir jetzt am Freitag reingelaufen und der Markt will wieder nach oben. Wir haben hier sozusagen sowas wie eine kleine Trading Range. Sie wissen, ich bin eher ein Freund davon, aus diesen Hoch- oder Tiefpunkten heraus zu traden, aber ich bin es nicht, der hier entsprechend handelt, sondern ich bin jetzt hier derjenige, der sagt, hier sind Ideen da, die man auch traden kann und deswegen werfen wir hier einen Blick drauf. Das heißt, was hier durchaus im Sinne dieser Korrektur des bestehenden Aufwärtstrends passieren kann, ist, dass der Markt von hier unten, wie Sie sehen, abprallt nach oben. Das gucken wir uns gleich auch mal noch im Stundentrend an. Da bildet sich im Stundenchart ein Aufwärtstrend. Anlauflevel sind dann hier in diesem Bereich, diese Punkte bei 85 und dann hier oben natürlich dieses Top. Kann sein, dass sich hier beispielsweise ein Kontraktionsmuster bildet mit flacheren Korrekturen. Wäre dann auch sozusagen ein kleines Dreieck, was hier ansteht, ein ansteigendes Dreieck, um den Druck nach oben auch Stück für Stück zu erhöhen. Ist ein Szenario, das kann möglicherweise einige Zeit dauern, aber nichtsdestotrotz, es ist der Bewegungsschub nach oben, wenn hier diese Korrektur nach unten hin beendet wurde. Hier haben wir die Umkehrkerze, wird diese bestätigt, dann könnte sich die Bewegung nach oben hin fortsetzen und da blicken wir einfach mal in den Stundenchart hinein, was wir hier in diesem Bereich auch haben und Sie sehen, wo der Markt hier momentan auch hinläuft. Das heißt, wir haben hier entsprechend untergeordnet, Sie sehen es auch selbst, den aktuellen Abwärtstrend. Das heißt, wir sind momentan, wenn wir uns die Stundenbasis angucken, noch in der Korrektur dieses Abwärtstrends drinnen, aber was wir hier sehen, schauen Sie, der Markt ist hier nach oben gelaufen, hat jetzt hier entsprechend nach unten korrigiert, läuft jetzt nach oben. Das heißt, wenn sich dieses positive Szenario entsprechend auch fortsetzt, dann ist es so, dass der Markt hier nach oben läuft. Er nimmt entsprechend hier das Korrekturhoch raus. Damit ist dieser Abwärtstrend gebrochen. Und dann ist der nächste Anlaufpunkt schon der hier oben. Sie sehen es in diesem Bereich, was ich hier so rot gestrichelt markiert habe. Das ist eines der Korrekturhochs in diesem nach unten laufenden Abwärtstrend und das ist dann natürlich ein Anlaufpunkt. Die Situation ist hier auch sehr, sehr interessant in diesem unteren Bereich. Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier die Situation, dass wenn der Markt hier ranläuft, wir haben ja hier untergeordnet auch noch einen Abwärtstrend, wo in diesem Bereich hier oben doch die ein oder andere Absicherungsorder liegen kann. Und wenn wir jetzt hier reinlaufen, dann kann es aufgrund der Tatsache, dass diese Kurse hier so eng aneinander liegen, doch schnell Dynamik auftreten kann. Und dann kann es relativ schnell passieren, dass wir hier über diese Hochs drüber laufen, über dieses Hoch und dann sind hier oben schon die nächsten Hochs. Sie sehen, die liegen eng aneinander und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn in diesem Bereich halt so eine Kaskade von Kauforders ausgelöst wird, dann kann es relativ schnell gehen, dass der Markt hier nach oben läuft. Das ist das Schöne an dieser Handelssituation, an diesem Szenario hier für die steigenden Kurse. Für den Fall der Fälle, dass der Markt allerdings es sich anders überlegen sollte und nach unten weiter läuft, dann haben wir hier entsprechend, wie Sie sehen, hier die nächste Unterstützung bei 84,267 und dann etwas tiefer hier im kleinen Bereich. Sie sehen es an diesem Tief dieser Tageskerze, die wir hier haben vom 10. April, liegt eine leichte Unterstützung bei 83,880 und dann haben wir hier unten dieses Support-Level. Sie sehen auch hier die eng aneinander liegenden Orders von 83,5 in etwa. Das in diesem Währungspaar mit Blick auf den Tageschart und die untergeordnete Zeiteinheit der Stunde. Und damit genug für den Kandollar japanischen Yen. Wir schauen jetzt nochmal auf das britische Pfund, türkische Lira. Also ein wenig exotisches Währungspaar. Aber wenn es was zum Traden gibt, warum auch nicht? Ich habe hier für Sie den Tageschart in der Währung wieder im Blickpunkt. Wir hatten hier am Freitag eine Kerze, die etwas zur Achtung mahnt. Warum? Schauen Sie sich's an. Wir sind hier doch sehr, sehr dynamisch die Tage vorher hochgelaufen, haben diesen untergeordneten Abwärtstrend hier gebrochen. Das heißt, die Korrektur dieses großen Aufwärtstrends ist hier erstmal beendet worden. Und der Markt ist dann hier in dieses Widerstandslevel um die 5,81865 hineingelaufen und hat am Freitag komplett abverkauft. Komplett. Und wir hatten kaum eine Preisdifferenz zwischen
zwischen den Eröffnungs- und den Schlusskurs. Das ist meistens ein Zeichen, wo man ein bisschen aufpassen sollte, weil das ist dann schon ein deutlicher Kursrückgang. Das kann jetzt verschiedene Ursachen haben. Nachrichtenforschung habe ich jetzt nicht betrieben. Mich interessiert hier rein das technische Bild, was hier passiert. Und das mahnt bei sowas zur Vorsicht, wenn es weiter fallende Kurse geben sollte. Ja, dann wären entsprechend die nächsten Anlaufpunkte hier unten die 5,65 und dann hier in diesem Bereich, das habe ich auch wieder aus dem Stundenchart herausgenommen, die 5,60997 bis hier unten in diesem Bereich hinein könnte es unter Umständen gehen, wenn der Markt zur Schwäche neigt. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, der Markt ist ja hier schon sehr, sehr stark auch gewesen und es kann auch sein, dass der Kurs einfach gefallen ist, weil am Wochen- oder vor dem Wochenende Kursgewinne mitgenommen wurden. Das ist ja jetzt nichts Tragisches. Wir sehen halt hier auch bei diesen Kerzen, wir hatten das ja hier schon mal, wir hatten Hochs und es gab starke Abverkäufe und entsprechend dann ist der Kurs doch weit zurückgekommen. Ja, das heißt, dieses Bild mit einem starken Anstieg und dann diesen starken Abverkaufsumkehrkerzen, das ist halt der Punkt, den haben wir hier im Chartverlauf schon das ein oder andere Mal gesehen und aus diesem Grund ist es doch gut, wenn man sich hier an solche Kerzenbilder auch hält. Aber wir haben die zwei Szenarien hier und deswegen schauen wir einfach mal in den Stundenchart hinein, was sich hier entsprechend auch ergibt und hier sehen Sie selbst, der Markt hat hier unten in einem sehr, sehr wichtigen Bereich angehalten. Das ist ein Bereich, der hier schon das ein oder andere Mal die Unterstützungen auch gesehen hat. Ich mache das gleich mal grün, damit das visuell auch richtig im Rahmen bleibt. Das heißt, das war dieser Bereich, wo der Markt schon das ein oder andere Mal runtergelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde weiterhin den Markt nach oben laufen. Er hat jetzt tief korrigiert und springt hier unten wieder drauf. Das heißt, wenn Schwäche aufkommen würde, ja, dann wäre es tatsächlich so, wir müssten diesen Trend brechen. Der Markt müsste hier deutlich runterlaufen und dann wären wir natürlich in diesem Abwärtsbereich. So würde es dann entsprechend aussehen, wenn wir hier dieses Schwächeszenario sehen. Also wir sind momentan, hier hat der Markt noch keine Entscheidung getroffen. Er ist weiterhin im Bereich des Aufwärtstrends entsprechend unterwegs und wir werden sehen, was der Markt hier macht. Aber Fokus drauf. Die Kerze vom Freitag ist im Markt, muss man immer ein bisschen aufpassen und diejenigen von Ihnen, die sich sagen, okay, wir schauen uns das Bild einfach mal an, hier auf Tagesbasis und schauen, was denn passiert, wenn der Markt diese Kerze auch mit unterschreitet, dann ist das ja hier natürlich die Korrektur momentan von diesem starken Abverkauf und wenn dann Schwäche reinkommen sollte, dann geht es nach unten. Andererseits, wenn sich dieser Aufwärtstrend hier in der Stunde fortsetzt, das macht sich auch sehr, sehr schön in den kleinen Zeiteinheiten das Ganze auch zu traden, dann warum nicht das kleine eine kurze auch nach oben mitnehmen. Das ist das Schöne an dieser Situation, weil da ist auch ein Spannungsumfeld da, da ist Momentum da und das ist ja genau das, was wir Trader an dieser Stelle auch benötigen, wo das Interesse anderer Trader ist. Dort fließt Geld hin, dort bewegen sich die Kurse und damit können wir entsprechend unsere Positionen auch aufbauen. Mit Blick in den Chat sehe ich gerade, es gibt keine weiteren Fragen an dieser Stelle. Das heißt, hier für den heutigen Handelstag die Besprechung der Handelsideen mit den Themen ist damit durch. Ich freue mich über Sie als Zuschauer. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie das Ganze weiter für diejenigen von Ihnen, die sich die Aufzeichnung später anschauen möchten, hier auf Facebook oder auch auf dem YouTube-Kanal von Tigmill. Werden Sie Abonnent, dann verpassen Sie nichts und finden ganz leicht den Weg zu den entsprechenden Videos. Wir sehen uns dann morgen wieder gegen 9 Uhr. Circa 8 Uhr haben wir natürlich den Blog-Eintrag wieder auf der Website von Tigmill bzw. auch direkt auf Facebook. Das teile ich auch morgens immer, damit Sie relativ zeitnah rankommen und dann auf die vorbereitenden Marktbesprechungen mit ansprechen können. Dann sehen wir uns morgen an gleicher Stelle wieder. Haben Sie einen schönen Handelstag, erfolgreiche Trades. Bis bald, Ihr Mike Seidel.